So, Franz, was? Und jetzt bei dir Sex, oder wie? Nein, der ist einfach... Also, ich muss es kurz zusammenfassen für die Leute, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben. Mein Mitbewohner... Ich hatte mich beschwert, dass es kein Bier in unserer Wohnung gibt. Jetzt gerade steht mein Mitbewohner neben mir und hat mir ein Bier vom Kiosk geholt, weil er... Ich weiß gar nicht, ob er den Stream geguckt hat. Aus irgendwelchen Gründen wusste er, dass der geile Hund... Vermute... Boah, ich habe aber schon die seltenen Bier angefangen. Das zündet aber auch gewaltig, ey. Hier ist eine Waffenkiste. Also wie gesagt, ich habe hier so ein 05 Heineken, das die City Edition. Ich weiß nicht, was es heißt, aber warum das City Edition heißt. Was die City Edition? Oh, kann ich gebrauchen. Wir sind auf dem... lässt sich gut unter der Brücke öffnen oder so. Vermute. Aber auf dem Label sind so Santiago de Chile, Berlin, Amsterdam drauf. Ganz wunderbar. Das war noch eine neue Optik übrigens. Die kann man auf den Sturmgewehr nageln. Das ist ein Red Dot Ding. Hier ist ein Gürteltier. Guck mal. Hier, hier, wieder ins Haus rein. Ja, hier bei mir. Bei mir. Gehen Sie da hin. Alter, wo denn? Ein dickes Gürteltier. Ein dickes Gürteltier. Was? Wo? 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 Renn dem hinterher. Wo denn? Hier, hier, hier. Ach da. Ein dickes Gürteltier. Wo ist es denn? Ich bin verwirrt, wo ist es? Ich möchte es auch angucken. Hier, hier, wo ist es? Da! Hallo! Wir treiben erst durch die Gegend. Wenn einer schießt, ne? Hallo! Das hält das doch aus, das war aus Leder. Das ist gepanzert, ey, das ist aus. Aber man kann es tatsächlich erschießen. Ja, das ist drin, was? Ist nein. Noch, drin ist bei noch eine lebt's. Legende. Bei mir lebt das noch. Ja, ja, das ist ein Text. Ich hab's bei mir jetzt mal erschossen. Ich wollte nur gucken, ob es überhaupt geht. Entschuldigung. Es ist aus Leder, habe ich gesagt, das geht nicht. So, achso, warte mal, wir haben eine Mission eingesammelt, Entschuldigung. Und ich habe diesen geilen Buggy eingesammelt. Hier, Story-Einsatz. Lager aus. Nehmen wir. Wir werden es mit Hilfe des fahren wir hin. Ah, der Buggy ist leider nur für zwei Menschen. Echt jetzt? Ja. Komm rein hier. Da oben ist aber noch ein Truck. Alex hat einen Truck. Aber wir haben, glaube ich, tatsächlich ein wunderschönes Spiel gefunden, weil mittlerweile haben wir eingesehen, dass das Story und der ganze Kappes in dem Spiel wirklich... Ist total egal, was willst du machen? Aber dadurch haben wir jetzt wirklich ein Spiel gefunden, Fritz, das wir schon lange mal wieder gesucht hatten, wo wir uns einfach mal wieder über Gott und die Welt unterhalten können und nebenbei Sachen erschießen und sprengen. Das ist geil, ey. Das machen wir jetzt öfter. Mir macht das, glaube ich, viel Spaß. Das sieht so cool aus. Durch die Büsche, los. Das sieht so cool aus, weil, weißt du, die schaffen das nicht. Ohne entdeckt zu werden, steht da oben übrigens. Oh, okay. Ja, 2,5 Kilometer. Also, die nächsten zwei Folgen sind schon mal arbeitstechnisch vorgegeben. Wo müssen wir denn hin? Ab jetzt könnt ihr einfach zwei Folgen. In Richtung von dem grünen Moped. Habe ich vorhin eigentlich gefragt, was das mit dem Tiefschlaf auf sich hatte? War das ein Insider für euch? Oder was? Nee, es gibt so ein relativ günstiges Fitnessarmband, was wir uns anscheinend geholt haben, alle drei. Was macht das denn? Also was misst, wie viel du dich im Schlaf bewegst, und je weniger du dich im Schlaf bewegst, desto das setzt Bewegung und Uhrzeit in Verhältnis und sagt dann, dass du zu der Zeit tief schläfst. Ach, das ist ja geil. Ja, und es funktioniert tatsächlich bei mir. Also ich habe jetzt mittlerweile die neue Version von dem Ding. Also es kommt immer aus China, es kostet halt nicht die Welt. Ich habe davon schon drei zerstört. Eins habe ich auf dem Konzert verloren, eins habe ich beim Tauchen mitgenommen. Oh, was ist das denn? Weiß nicht, sollen wir hier schießen? Ja, lass die mal. Sehr gut, sehr gut. Das hat hervorragend funktioniert. Das war richtig gut. Dass die Typen da stehen und zugucken, wie dumm wir sind, ey. Hier steht schon wieder so eine auf große Figur. Oh Gott. Scheiße. Und was macht das noch? Also es guckt nur, ob ihr euch nicht bewegt beim Schlafen. Na, also das trackt halt. Also wie das gut. Schlaf trackt. Sind sie alle umgefallen? Das ist so ein Schrittzähler quasi noch und eine Uhr und alles andere. So. Hinter uns kam ein... Cool ist halt. Ja, das ist halt... man kann natürlich auch sagen, du weißt natürlich auch selber, wie gut du geschlafen hast. Daran, wie du dich fühlst. So. Aber ich finde das halt ziemlich cool, weil... wenn ich so merke, so, mal gucken, wie habe ich so gepennt, so. Fritz, dann, willst du die anderen aufstellen? Ja, der stimmt halt wirklich. Also wenn ich unter einer Stunde Tiefschlaf habe zum Beispiel, dann weiß ich, der Tag wird anstrengend. Dann brauche ich viel Kaffee. Wenn ich unter einer halben Stunde Tiefschlaf habe, dann ist es echt nicht so cool. Und zwischen ein und zwei Stunden ist super, aber über zwei Stunden ist mega. Aber das ist doch nicht so schlimm. Also dann, ich meine, du musst doch einfach bloß, dann schläfst du halt ein bisschen länger in der Sauna. Also, genau, zum Beispiel. So wild. Ja, das ist, Hallöchen, Fritz. Aber zum Beispiel, wenn Andi dir jetzt sagt, wie viel Tiefschlaf er hat, das ist halt richtig krass. Wieso? Hat 4 Stunden. 4 Stunden? Im Schnitt.
Krass. Im Schnitt. Weißt du, ich hab im Schnitt knapp über eine Stunde. Und okay. Ich habe immer gedacht, ich habe das einer Freundin von mir mal geliehen. Und die hatte an guten Tagen 30 Minuten. Okay. Die hat immer so zwischen 10 und 20 Minuten gehabt. Das ist auch kein wissenschaftliches Gedöns. Kannst du mir das, wenn du mal zu Besuch kommst, kannst du mir das mal mitbringen? Würde ich auch ausprobieren. Ich kann dir einfach eins schenken. Das können wir einfach als, das ist das nächste Donation Goal. Ach so, okay, Andi hat's über, dann ist es noch viel einfacher. Also bei mir liegt es tatsächlich nur noch rum. Oh, dann kann Franz das in ein schönes Amicelli Konstrukt einarbeiten. Fritz, tatsächlich, das habe ich noch gar nicht erzählt. Also du hast eine Lieferung, liegt jetzt bei dir, das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, ne? Nee. Das hat eine Weile gedauert, weil... Habe ich gemerkt. Ja, weil ich habe das, ich hatte ein cooles Angebot bei Amazon gefunden. Bei für Amicelli? Ja, die sind der mit Abstand günstigste Händler für Amicelli der Welt. Das ist krass. Selbst im Süßwaren-Großhandel, weil ich habe ja nach der Großpackung gesucht, selbst im Süßwaren-Großhandel war das teurer. Und dann habe ich das bestellt, quasi die Turnierpackung. Warte, ich hol dich. Anni, du bist ja voll unter Feuer. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. So, genau, dann hast du es bestellt und... Dann habe ich dir die Großpackung bestellt und das Problem war, die konnten das halt nicht liefern. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das kommt bestimmt bald. Und dann nach einer Woche, nachdem du immer traurig warst, das Fitnessarmband kostet mit Versand, das neue aktuelle kostet 20 Euro. Das Mi Band 2, das hat auch eine Uhr, Fritz, das ist für dich. Das will ich nämlich haben. Das... Au, 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 au. Wird man denn dadurch fitter? Auf jeden Fall. Nee, ich werde immer fetter. Aber das ist nicht schlimm. Ich auch. Nicht fetter, fitter. Ja, ja, nee, bei mir ist es umgekehrt, aber das liegt nicht an dem Armband, das liegt an meinem Essverhalten. Haben wir aber eben noch in der Sauna drüber gesprochen, dass wir auch seit, ich war relativ lange im Urlaub in den Tropen. Und da habe ich echt massiv abgenommen. Aber seid ihr alle tot? Was ist denn los mit euch? Ja, das war dumm. Ich glaube, ich werde hier auch gerade voll zusammengeschossen. Scheiße. So, Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz entschuldigen. Jetzt haben wir plötzlich... Wow, 106 Zuschauerinos, ihr wahnsinnigen Biester. Alter, krass. Ja, kaum trinkt man Bier und redet Quatsch. So, auf jeden Fall habe ich Fritz diese Amicelli bestellt und dann kamen die nicht und kamen nicht und die haben gesagt, ist nicht lieferbar. Und dann habe ich bei einem anderen... Dann war bei uns im Real, das sind die du jetzt kriegst, war bei uns im Real Amicelli im Angebot, Fritz. Ja. Und dann habe ich einfach eine Palette Amicelli bestellt. Weißt du, die haben schon auch gedacht haben, was ist denn mit dem kaputt? Die haben auch gedacht so, ah ja, der Typ, frisch getrennt oder so. Habe ich diese Palette Amicelli mitgenommen und habe die dann in einen Karton gesteckt. Natürlich, weil ich so schlau bin, das ist ja die Geschichte. Jetzt 110 Leute, was ist denn los hier? Hab die Palette in einen Karton gesteckt und hab die zur Post gebracht, ohne sie vorher zu schon wieder tot. Oder mir zu überlegen, wie viel das, da stehen ja Gewichtsangaben drauf, ne? Ja. Hast du so lange? Und ja, und dann war, oh, fuck. Scheiße, die spawnen uns hier direkt wieder in das, ja, genau, Zielgebiet genau rein, das ist totaler Scheiß. Mhm. Ah, ich bin direkt erschossen worden, obwohl ich mich hingeworfen hab. Also Margin Angel, Palette meine ich halt so ein Margen... Eine Euro-Palette. Genau, eine Euro-Palette. Also du kriegst jetzt halt 180 Kilo Amicelli. Ja, auf jeden Fall habe ich die... Deshalb ging das auch nicht mehr als Päckchen durch. Und dann stand ich bei der Post und der Typ meinte halt so, ja, das sind dann irgendwie, was kostet das irgendwie? 6,99 glaube ich oder so. Und ich so, was? Oh, nice. Das war halt mehr als ein Päckchen. Und ich war übrigens... Ja, die kriegst du. Das Geile ist, dann habe ich gedacht, ja, cool. Und dann hast du ja noch so, du schickst mir eh nichts. Ich dachte so, ja, geil. Ist aber schon unterwegs, der wird sich aber mega freuen. Und dann ist aber... habe ich, glaube ich, am Tag, ich habe das donnerstags losgeschickt und freitags morgens habe ich eine Nachricht bekommen. Herzlichen Glückwunsch, wir konnten Ihre Bestellung früher losschicken als geplant. Ihre Bestellung ist unterwegs. Und deswegen, oh, die liegen noch bei meinen Nachbarn unten. Bei meinen Nachbarn unten liegen noch mal wieder 2,5 Kilo Amicelli. Oh, ich werde so schön fett werden, ey. Also noch schöner fett. Mir hatte noch jemand geschrieben, so, hä, bist du blöd so? Warum zahlst du denn den Versand? Lass das doch von Amazon direkt zu ihm liefern. Ich so, ja, ich hatte vergessen, dass ich es bestellt habe. So. Ups. Die sind jetzt da, also da. Ja, in das Paket könnte ich auf jeden Fall auch noch ein Fitnessarmband mit reinwerfen. Das also da. So, jetzt habe ich es endlich. Also die halten einen Abend lang. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich hoffe, dass die. Wird so geil schlecht sein, ich freue mich schon so drauf.
Mach ich. Mach ich am Wochenende. Geil. Am Wochenende, das ganze Wochenende lang. Die Idee ist so gut. Weißt du, bisher war's so, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll ich denn hier zur Post kommen? Ich muss auch arbeiten und so. Und jetzt weißt du, da warten 2,5 Kilo Amicelli auf dich. Und jetzt ist so, es wird so geil sein. Ich geh zur Post und es wird so geil sein. Ich werde morgen nicht arbeiten gehen, stattdessen zur Post gehen. Das ist ja auch albern, ey. Scheiß auf Arbeit. Es war Krankwellen, ey. Es war Krankwellen wegen Amicelli. Ja. Du musst auf jeden Fall ein Foto machen, damit die Leute das glauben. Ich hab doch Bauchweh. Ich weiß nicht, woher. Ich glaube, es ist Lebensmittelvergiftung. Kleb ist morgen eh im Homeoffice, da kann ich schön sagen, ich kann nicht. Also der hat so krass, den habe ich auf der Gamescom ja wieder getroffen. Der hat sich halbiert, ne? Oh ja, voll das Arschloch. Der ist total gemein. Der ist voll schlank geworden. Nee, Quatsch. Das war, als ich dich besucht habe. Da war ich in der Redaktion. Der ärgert uns mit sowas. Hab Kleb gesehen und ich so, Alter, wo ist die andere Hälfte? Ja, so, ne? Und er guckt mich und Kleb ist ja super in sozialen Situationen immer schon gewesen. Und er war so, ja, mei, 40. So. ich hol dich ab. Ah, cool. Ich bin am Einsatzort. Ja, voll fies, ey, denn da denke ich dann immer so, auch wenn der hat das auch geschafft und der hat noch zwischendurch ein Kind gekriegt und eine Frau. Gut, wahrscheinlich hat er das die Frau gekriegt auch deshalb. Muss er dann? Nein, natürlich nicht. Also ich kenne ja auch die Frau. Aber der hat das auch geschafft und fuck, ich schaff das nicht. Weißt du übrigens eigentlich, dass. Ja. Weißt du, dass Klebs Frau meine einzige Endkonkurrentin bei meiner Bewerbung bei der GameStar war? Oh. Naja. Und sie hat den Job bekommen. Ich musste in die Redaktion. Weil sie halt konnte dieses Verlagswesen, das konnte ich nämlich gar nicht. Ja, Glück, dass du nicht bei der GameStar gelandet bist, mein Freund. Sonst wärst du jetzt mit Clay verheiratet. Nee, ich bin. Was aber, glaube ich, eigentlich sehr nett ist. Also. Ich hatte früher immer voll Angst vor Clay, aber jetzt nicht mehr. Der ist voll der nette Typ. Ich hatte immer Angst vor ihm, bis er mich das erste Mal mit seinem Mercedes irgendwo hingefahren hat, weil ich viel zu große Boxen ins Büro bestellt hatte, die ich gar nicht tragen konnte. Voll cool. Das Mercedes? Das wusste ich gar nicht. Damals, also das war 2008, ne? Da hatte der so einen relativ sportlichen Mercedes. Ne? Oh, das war übrigens die Mission, in der wir nicht entdeckt werden sollten, aber ich glaube, sie haben es gemerkt, als ein Hubschrauber plötzlich umgefallen ist. Haben sie es gemerkt? Ich hab tatsächlich alle erschossen. Ach, warte mal, es müsste eine neue Anti-Aliasing-Option geben. Gibt es. FX, MS, AA, alles. Ja. Doppelt und dreifach. Ich verstehe ja nicht, warum es kein TXAA gibt. Das war so geil in den Assassin's Creed-Spielen und das ist halt der Hammer. Da hast du ein Bild, wo sich nichts mehr bewegt. Also, das ist so gut. Jemand schreibt gerade im Chat, als heterosexueller Mann würde ich Clay jederzeit heiraten. Sweeter. Okay, wollen wir uns ganz kurz, also wir haben jetzt ganz viel Quatsch geredet, wir sind jetzt auch schon wieder von über 110 Leuten wieder auf 98 runter, weil wahrscheinlich zu viel Homoerotik mal wieder im Spiel war. Dafür sind wir schon heiß verurteilt worden übrigens. Andi, da möchte ich dich auch bitten, Liebe unter Männern darf man nicht im Internet propagieren, dann ist man direkt ein schlechter Mensch. Echt jetzt nicht? Ernsthaft jetzt? Hat es wirklich irgendjemand? Nein, das war doch bei dir. Die Diskussion hattest du bei dir unter deinen YouTube-Videos. Echt? Hab ich schon wieder vergessen. Du musstest jemand bannen. Das sieht aber scheiße. Ach so, Was? Ja, ach man hat manchmal hat man so komisch merkwürdige Kommentare von Leuten drin. Es war kein Gegner, wer war das? Wo man sich auch ein bisschen fragt, von wegen, wo die überhaupt herkommen auf dem Kanal. Also, aber das ist nicht besser. Temporary AA sieht besser aus. Aber es nimmt mehr Ressourcen tatsächlich. Das sag mal, Jungs. Aber das Temporary AA sieht besser aus. Was ist denn der Plan, wie lange wir noch machen? Also ich kann nicht mehr lang. Bis ich bei mir wird gerade dreimal wöchentliche Dosis Overwatch immer heißer diskutiert. So. Die Leute brauchen ihre Dosis. Ja, jetzt lachen sie alle. Ich sag mal so, wir haben ohne dich bisher gespielt, wir können auch, es ist ein Verlust, aber du darfst natürlich gehen, wenn du möchtest, wir spielen noch ein bisschen weiter. Alles süß, ich hab mega viel Spaß mit euch, das ist mir viel wichtiger. Aber wie gesagt, also ich kann auch nicht so lang, also von daher, ist nicht so wild. So, ich bin drin übrigens in der Basis. Was sollen wir eigentlich machen? Ach, den Promo-Truck, ohne entdeckt zu werden. Genau, der da hinten steht, ohne Okay. Liest ihr dir eigentlich auch immer was anderes als Promo?
Nein. Also, geil, Fritz. Die deine Reaktion. Ich auch ganz schön stumpf. Niveau brauche ich schon lange nicht mehr. So, und den Truck das finde ich sehr, sehr raus, gut. Oder was? Hier ist aber auch sonst keiner mehr, oder? Ach doch, warte mal, hier ist noch einer. Nee, hier ist auch keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Also außer drei. Ja, außer ja, außer aber drei? Ich sehe nur zwei. Nee, zwei, Entschuldigung, mein Fehler. Ich nehme jetzt einfach den Bus, den Truck. Ja. Okay, ja dann. Fritz, wir haben gerade die Lösung bekommen. Freelancer hat gesagt, wir müssen unsere Videos einfach immer damit beginnen, dass wir links-grün versiffte liberale Homos sind. Und dann gehen die Leute einfach schon von alleine. Ja. Kümmert euch später um. Fahr. Könntest du nicht so gegen so viele Wände fahren? Ich gebe mir Mühe. Okay, Alter. Okay, du schaffst das. Alex, klaust du kurz den Hubschrauber? Bin dabei. Super, danke. Oh. Nice. Muss der heil sein? Ja, du musst vor allem, hast du 2 Minuten 30 Zeit. Wo muss ich hin? Move your ass. Alex, holst du mich mit dem Hubschrauber? Nein, musst du die andere Richtung. Nee. Ich bin in das Lagerhaus reingefahren. Wo ist denn die andere Richtung? Ja, husch! Mit dem husch, Hubschrauber? Ich bin hier. Ja, ich wohne jetzt hier mit drin. Ich darf keinen Hubschrauber fliegen. Ah, okay. Darfst du echt nicht, oder? Oh, nee. Nein. Boah, mir wird jetzt. Silbermund sagt, wir dürfen jetzt nicht aufhören, sie ist gerade erst nach Hause gekommen. Ey, sie oder er? Bei dem Namen bin ich nicht sicher, aber. Entschuldigung, nein, ich wollte sie. Fritz, ich hab dir ein Auto hinter dir hingestellt. Warte mal kurz, ich beleb dich schnell wieder. Die Panzersteuerung ist links, genau. Doch, und jetzt Gas. Gas. Das ist eine schlechte Ausrede, Andi. Nein, ich wollte dich nicht überfahren. Ach, da oben ist ein Auto. Dann nehme ich das mal. Sagst du mir, wo ich hinfahren muss? So, und wenn du jetzt, Andi, wenn du vor dir nach unten guckst, ne? Ja. Da ist rechts, also da sind so Pedale und das rechts einfach komplett durchtreten. Die Leute nicht überfahren, das sind Freunde. Und jetzt hier links? Linksiger. Ah, ich geb mir größte Mühe hier. Ich mach das jetzt hier wie bei der Rallye. Ich habe bis heute nicht verstanden, was das heißt, aber dann links 53. Links. Nicht ungerade Zahlen. Ich glaube, es sind immer gerade Zahlen. Also es sind immer volle, oder? 60 links oder sowas? Ist es nicht? 12 bergauf, 14. Dann über Kuppe gerade links. Ja. So. Schnell, tauschen wir zurück. Links über Kuppe in 60 oder? Links. Warte mal, wir sprechen über den Rebellen. Ah. Hab ich gemacht, ich hab ihn angesprochen. Er sieht richtig froschig aus, Mann. Guck ihn mal an. Geroyo, amigo. Guck ihn mal an, er sieht aus wie ein Frosch. Ach, wir müssen ihn jetzt wieder zurückbringen. Wir haben nur noch 40 Sekunden. TPI, komm gut ins Bett, muss morgen früh raus, dann schlaf schön. Dann heißt es, hör auf zu reden oder was? Was? Alex, was schießt denn du hier rum? Oh, krass. Der war ein Gegner. Oh, okay. Was muss ich denn machen? Achso, mit dem Rebellen sprechen. Ja, ich bin dabei. Dabei, aber der redet eine Stunde, aber der Timer läuft dabei runter, ne? Du bist das denn? Auf keinen Fall. Okay, wir haben jetzt ab in den Truck, sagt mir mein Chat. Okay, okay. Nehmen Sie den Ersatztruck, warte mal, wo ist denn der Ersatztruck? Hä, wir haben noch 5 Sekunden, hier unten was soll denn der Bullshit? Ersatztruck. Schnell einsteigen, schnell, wir haben noch eine Sekunde! Boom! Zeit abgibt, ich raste aus. Alles gut, alles. Nee. Nein. Ich bin im Ersatztruck, ne? Wir hätten den klauen müssen und dann den Ersatztruck halt schnell. Nein, wir haben es alles gemacht. Nein, es war alles richtig. Wir hätten nur wissen müssen, wir hatten noch 50 Sekunden Zeit. Der Rebell hat davon 49 Sekunden geredet und hat dann, als wir noch eine Sekunde hatten, gesagt, ach so, übrigens da vorne 100 Meter weiter steht ein anderer Truck. Ja? Alter. So ist er, der Rebell. Das ist seine Art zu rebellieren. Okay. Das war auf jeden Fall tatsächlich das schlechteste Missionsdesign der Welt. Oh, ein Schweinehund, ja. Naja, aber das Cerebro, was wir davor gemacht haben, wo wir den falschen gecached hatten, eigentlich hätte das, glaube ich, gehen müssen, oder? Also, mir wird gerade gesagt, ihr müsst den Truck klauen, zu dem Typ reden und dann mit dem anderen Truck zurückfahren wieder. Genau. Wie soll man denn das schaffen? In der eine Stunde das wäre ja gegangen, wenn ich direkt neben dem Ersatztruck gestanden wäre. Ah, okay. Hätte. Ja, stimmt. Dann wissen wir es für jetzt. Ach, Silbermund zu reden. Wann habt ihr denn vor, das nächste Mal so einen super witzigen Wildlands-Stream zu machen? Also jetzt am Sonntag geht's nicht, ne, Franz, weil du gesagt hast, du hast Wochenende mich raus. Du hast da Gamescam. Aber ich wäre trotzdem Veranstaltung. Aber das darf jetzt ja. Wo hast du sie? Ohne Franz geht's nicht. Markiere einen Tango und sie wirst du näher. Tatsächlich ist also die Maßgabe, das. Genau. Ja, jetzt sind hier 1 Million Leute.
Oh, jetzt ist aber voll hier. Ja. Was ist denn da los? Waren die beim ersten Mal nicht gespawnt worden oder was? Vorsicht, die dürfen uns nicht, die dürfen halt nicht entdeckt werden. Warte mal. Nice. Ich hab's versaut, nice. Happens. Ich dachte, der steht da alleine und hab den erschossen. Ich glaube, unser Rekord war 11 Versuche, oder? Mhm. Oh, das war schlimm. Aber da war die Mission auch verbuggt, also da konnten wir nicht ganz so viele finden. Ja, ja, genau. Das ist hier immer die Ausrede. Also, ich muss dazu sagen, also 8 Versuche, völlig legitim. Wir sind 3 Idioten. Aber jetzt sind wir 4. Die größten halten. Also haben wir noch 4 Versuche mehr. Ja, genau. Und wir sind ja auch ziemlich, also ich fühle mich ziemlich gut mit euch. Oh, dieses Bier, ey, ich bin rand. Ja, ja, voll. Ich hab gerade, oh, ich muss gerade ganz viel Schaum trinken. ich soll ganz kurz, entschuldigen, ich muss ganz kurz den Twitch-Chat von Toriadora grüßen. Die kommt heute nicht in Twitch rein, ist deswegen jetzt auf YouTube und heißt da Silbermond. Deswegen Grüße an den Twitch-Chat von Toriadora. Oh, Hammer. Ziel Nummer 2 da, Ziel Nummer 3. Okay, ich snipe die jetzt mal weg. Nein! Nee, nee, so nicht. Also die dürfen uns nicht sehen, dann geht es, glaube ich, ne? Ja, oder? Genau, ja. Genau. Oh, wie schön ihr da über Kreuz geschossen habt. Das war ja richtig hübsch. 3 Leute insgesamt erschossen? Ich habe jetzt nur 2 gesehen, aber ihr habt da richtig schön über Kreuz geschossen. Achso, Fritz, du willst den, okay. Fantastisch aus. Ich hätte jetzt hier den vorne genommen. Ja, mach das. Das ist ganz wichtig. Erste Ghostbusters-Regel. Ja, das stimmt. Teofino grüßt zurück. Ich übermittle jetzt aber nicht die ganze Zeit Nachrichten zwischen Twitch. Aber die erste Ghostbusters-Regel war auf keinen Fall das mit dem Wasser, oder? Die Strahlenkreuzen, das sind Gremlins, die du meinst. Oh, scheiße, nein. Wir wurden entdeckt. Wir brauchen hier keine Lösung, wir brauchen Schuldige. Wer ist schuld? Ja, ja, hier, Andi ist schuld, natürlich. Ich hab mich richtig gemacht. Oh, Alex, Mann, Alex, was machst du denn? What the fuck? Oh, Alter, ey. Aber ist echt, Fritz, das ist ja, das passiert ja immer, wenn du nicht dabei bist, wie oft ich Fritz genannt werde. Das ist super. Hey, kann mal einer Fritz sagen, dass das und das nicht geht? Echt? Okay. Nee, der ist nicht hier. Hö, was? Achso, oh ja, sorry. Versuch 4, dankeschön. So, das ist für mich quasi der letzte Versuch. Ich gebe mir richtig viel Mühe jetzt. Ja, also was ich kurz vorschlagen wollte, was eine Idee wäre, wenn Andi weg ist, wie lange willst du da noch machen, Fritz? Wollen wir die Mission dann nochmal versuchen oder willst du dann auch... Ach, wir können dann von mir aus auch pausieren, weil wie gesagt, ich muss nur noch ein bisschen andere Sachen fertig kriegen. Von daher wäre das... Mir wäre es ganz lieb, wenn wir dann vielleicht, sagen wir mal, die Hauptmission ein andermal weitermachen können. Okay, weil, nämlich, Alex, du hast Overwatch auch, oder? Genau, weil ich habe mir tatsächlich, Overwatch zusammen donaten lassen, sogar extra. Und dann könnten wir meine, das ist dann ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe noch nie Overwatch gespielt. Boah, das gibt's doch nicht. Ein Versuch noch, sorry, mein Fehler. Ist so unglaublich. Und dann können Alex, Andi und ich noch ein bisschen Overwatch spielen. Oh ja, das wird richtig sexy. Das ist auch eine Option, aber. Overwatch macht echt Spaß, muss man einfach sagen. Darf ich dabei trotzdem Bier trinken, dass es doppelt Spaß macht? Ja, hallo, ich, na das, klar. Ich, da bin ich dir schon schön. Voraus. Trink dir das schön, ich bin auch total betrunken, ist alles gut. Psst. Achso, das sagt man nicht, ne? Genau. Du hast viel Apfelschorle getrunken. Hm? Das ist okay. Eine ganze Apfelschorle getrunken. Ich habe letztens einen bemerkenswerten Satz im Chat gesagt, wo jemand meinte, sag mal, hat er sich gerade zwischen den Folgen eigentlich Bier in eine Kaffeetasse geschüttet? Da meine ich so, ja, damit die Leute mich nicht für einen verkappten Alkoholiker halten, trinke ich mein Bier aus einer Kaffeetasse. Und dann habe ich ja gesagt, damit die Leute mich nicht für einen verkappten Alkoholiker halten, trinke ich mein Bier aus einer Kaffeetasse. Wo dann kam so, ja, das ist genau das, was verkappte Alkoholiker tun. Das war... Nee, warm sind deine Videos, Alter, die guck ich nicht. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ja, ich dachte gerade, die haben mich wieder erwischt. Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen Austausch. Nimmst du den linken, nicht den rechten? Ziel ist es, wir können oder auf der Brücke. Ihr könnt die mit Q auch markieren. Bringen wir es hinter uns. So. Jetzt wissen wir ja halt auch, dass wir. Scheiße. Okay, wenn die sind jetzt das, in Alarm. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Naja, passt mal auf. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Dann sind wir ein bisschen. Ich bin auch ganz schön. Ich bin ein bisschen durch. Ja, also viel Spaß euch beim Overwatch-Spielen. Da bin ich komplett raus, weil das mag ich gar nicht. Du wolltest ja eh ins Bett, sonst würden wir hier weiterspielen.
Also, ne, das wollen wir jetzt hier nicht vorschieben. Ist aber okay, du musst ja noch was arbeiten, das ist cool. Vielen Dank, dass du da warst, Fritz. Das hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war okay, dass wir Andi eingeladen haben. Es war ganz schlimm. Also, ja, das es hat, hat mir richtig wehgetan. Weißt du, ich fand das ganz schlimm mit anderen Menschen und so. Scheiße. Ja, von mir auch nochmal. Ich bin so gespannt, ob das geht. Dass ich mitspielen durfte. Super cool. Das ist hier kein, das ist, wir sind hier kein elitärer Club, wo man Leute mitspielen dürfen. GameStar. Also ich den Namen GameStar und GameStar, das ist hier dieses interne Ding, wo ihr drin seid da. Gar nicht. War die Zeitschrift, die ich mit 12 immer gelesen habe und immer abonniert habe und so. Mein Papa musste dafür bezahlen. Mhm. Ups. Dann wirkt das schon elitär. Dafür werde ich gleich hochgejagt. Das ist ja nett. Upsi. Vielen Dank. Ja, geil, auch diese Animation ist für das, okay. Für das Heilen. War gerade eine Frage, der arme Fritz muss heute noch arbeiten. Der arme Fritz muss tatsächlich immer arbeiten. Das ist ganz schlimm. Das macht mich auch immer sehr betroffen. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich arbeiten muss. Ich habe gesagt, ich muss noch was machen. Also Leute haben daraus direkt Arbeit gemacht. Nein, nein, nein. Ich, war heute im Büro und habe fleißig gearbeitet und jetzt mache ich anders. Gut, Franz, dann nächste Woche irgendwie, weil ich bin tatsächlich, habe ich dieses Wochenende auch mal, ich auch mal Date. Also ich kann auch mal nicht. Ja. Von daher, dann irgendwie nächste Woche, oder? Du kannst auch mal nicht Sexy Time. Genau, dann sprechen wir uns einfach nächste Woche ab. Mein Papa muss dafür bezahlen, das ist schön. Also ja, aber unsere Folge endet jetzt erstmal hier, Fritz. Die machen wir jetzt erstmal zu Ende, dann können wir noch ein bisschen drum Zeug quatschen. Also, liebe Menschen, macht's euch schön und bis gleich, ne?